Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Willkommen hier da draußen zu einer neuen Runde Uncharted 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Transac hier am Mike. Ganz lieben Dank auch nochmal für euer Feedback der letzten Runden. Ganz lieben Dank dafür, für eure vielen Daumen und auch für die Comments. Ja, wir machen uns jetzt auf, den Schatz zu suchen. Wir haben uns ja getrennt das letzte Mal. Die letzten Sekunden ließen sich hier leider nicht wiederholen von der letzten Folge. Es ist so, dass Nate hier dann mit Sullivan zusammen den einen Turm besucht, um den Schatz zu finden. Und sein Bruder wird einen anderen Turm besuchen. Der ist mit dem Jeep kurz zuvor in die andere Richtung gefahren. Also sonst ist da eigentlich nichts Großartiges passiert. So, wir machen hier aber jetzt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Runde. Eine der schönsten Sequenzen hier, finde ich sogar. Dieser hübsche Markt. So, Sullivan, auf geht's. Der hat sich Naughty Dog wirklich Mühe gegeben. Wollen wir uns hier mal durchschlängeln? Eieiei, hier macht man ja gar nicht. Hier macht man ja gar nicht vorbeigehen. So hübsch ist das gemacht. Hier mal reingucken. Wirklich schön. So. Wo ist denn der liebe Sullivan jetzt? Hier wird frische... frische Kost zubereitet. Was haben wir hier? Ja. Möchten Sie einen Apfel? Die besten gerne. Auf dem Markt. Sir, hier gibt es noch andere Äpfel, aber oh, hier mit der kann man sprechen. Okay. Nur 1500 Ariane. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Genau, zieh dir mal einen schönen Apfel rein. So, da hinten ist Sullivan. Oh, ich muss das hier einfach mal so ein bisschen genießen. Das ist so schön gemacht, so liebevoll. Hier kann man gar nicht so schnell durchsausen. Einfach nur hübsch. Da hängt die Wurst. Der Wurstmarkt. So, okay. Mit dem können wir auch sprechen. Kleines Kerl. Geht's dir? Gefällt dir das? Der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Lemorn. Niedlich. Niedlich. So ein putziges Gälchen. Da kommt er. Da kommt er mit. Man kann niemandem mehr trauen. So, wollen wir nochmal mit Sullivan sprechen? Kauf ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund an. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. So, hier gibt es Klamotten zu kaufen. Aber da kann man keinen Hut oder sowas kaufen, ne? Ne. Okay, schauen wir hier mal weiter. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Was haben wir hier denn? Er hat recht. Das riecht gut. Kann man da was kaufen? Nee. Verzeihung. Da kriegt man direkt Hunger. Oh, junge Frau, lass dich mal vorbei. Das ist schon was Schönes. Was haben wir hier? Zeitschriften? Oder Schallplatten? Ne, Zeitschriften. Das wäre natürlich jetzt der Burner, hier noch so eine Schallplattensammlung.
mache ich also selber auch ganz gerne, dass ich hin und wieder da mal auf so Märkte gehe und mir dann, ich bin ein leidenschaftlicher Schallplattensammler, hauptsächlich so 80er, 90er Jahre Musik. Und da gucke ich dann immer mal, was es da so für Schätzchen gibt. Da hat man dann auch hin und wieder dann mal Glück. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen. Diskret reinschleichen. Das so am... Hier so beiläufig mal. Da ist eine Kiste. Können wir die bewegen? Reinschleichen. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Oh ja, da kommen wir rein, okay. Gehen wir aus dem Weg, Sullivan. Können wir hier? Hey Sully, ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Oh, 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 oh. Komm her. Das passt. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Wir sind drin. Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Ja, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Wirklich schön. Oh, hier alles schon bewachsen. Da! Da ist was. Ein Schatz! Stimmt. Oh oh. Da wollen wir wetten. Krass. Hey, da ist der Löwe. Und der Stier. Ja, vier Zeichen. Und vier Glocken da oben. Und die Dinger auf dem Boden in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Sich absenkt hier. Wow, eine Treppe. Mist. Oh, oh. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann. Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Oh, das riecht schon wieder nach einem Rätsel hier. Na, komm her. Wieso lässt er denn los jetzt hier? Ach Mensch. Na? Nee, der lässt immer wieder los. Irgendwie geht das nicht. Aber anders kann es ja eigentlich gar nicht sein.
wir da irgendwie hochklettern? Nee. Da, ah ja, alles klar. Jetzt haben wir's. Ich denke mal, die müssen bestimmt irgendwie runtergelassen werden. Hohoho, ho, ho, ist das hoch. Shit. Bin gleich zurück. Okay. Da rein vielleicht. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Ach, hier geht's weiter. Wow, wow. Hier rum? Kann er da... Springt der da rüber? Oh, das wird... Ich versuch das mal. Jawohl, das geht. Okay. Hier rüber klettern. Wie soll ich da denn jetzt hochkommen? Ist hier noch irgendwo eine Winde? Bewegt sich noch alles hier? Da kommt er doch niemals hoch. Da vielleicht an der Fassade lang? Nee, ich geh hier mal rum. Oh mein Gott. Das ist nicht richtig. Irgendwie. Der geht jetzt runter. Irgendwas hat das damit zu tun. Oh mein Gott. Okay. Jetzt geht er wieder hoch. Ach, jetzt habe ich... Okay. Ich muss... den Turm wechseln, meine ich, während... Genau. Ich muss dagegen springen und da muss ich schnell den Turm wechseln. Ja, genau. Nein! Ah. Na? Jawohl! So, so wird dann Schuh draus. Alles baufällig hier. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, schon so. Das war aber gar nicht mal so. Pass auf deine Finger auf, Nate. Ich soll dir Sorgen machen. Nein, alles klar. Vertrau mir. Wow, 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 wow. Hier rauf. Boah, ist das krass. Heftig. Und hier ist das. Gerade zum Drehen. Mit einer die Ballöwe. Nur mach. Okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate.
Ja, dem müssen wir nochmal auf den Grund gehen hier, der ganzen Geschichte. Oh, mal eben schauen, aber ich denke mal, ups, da ist ja gar nichts mehr drin. Das werden wir heute sicherlich nicht mehr klären können. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs freundliche Zuschauen. Die Folge ist leider schon wieder zu Ende. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Ich bedanke mich bei euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.